So, guten Morgen, willkommen zurück zu Venedig. Ich habe nochmal schnell den Soundtrack gestellt, damit die Scheiße nicht wieder so ewig laut ist, weil der speichert das nicht immer. Manchmal behält das bei, manchmal löscht das einfach, weil... Warum denn nicht? Weil er es kann. Ist immer eine gute Antwort. Ja, und ich nehme auch hier heute mit dem neuen Codec auf, der ein bisschen performanter ist, aber irgendwie will sie das Spiel nicht aufnehmen lassen. Oh, doch, es läuft schon so ein bisschen besser. Lustigerweise muss ich hier zurückschalten vom Farbraum her. Auf Juff 420, wenn ihr was sagt. Bei Empire Earth 1 und Vinua E kann ich jetzt mit RGB aufnehmen. Hm. Aber naja. Jetzt kann ich hier nichts mehr klauen, weil ihr mich sonst seht, ne? Hallo. Ihr wollt nicht, dass ich hier was mitnehme, oder? Wie sind das hier doch nicht? Hallo? Beklaue ich gerade? Ja, ich meine, ich leih mir hier mal diesen Kuchen aus. Und das Nasszeug. Und... Okay. Hey, das Brot leih ich mir auch noch aus. Ihr braucht das ja eh nicht, komm. Seid eh fett genug. Ob ihr klauen seid, mir doch scheißegal. Mach nur keinen Lärm, ich will jetzt schlafen. Okay, dann interessiere ich das halt gar nicht. Okay, weil... Nee, ausruhen möchte ich mich nicht. Ich bin voll ausgeruht. Ja, bin voll ausgeruht. Ich bin voll hier so, ne? Nein, nein. Ich bin tatsächlich halbwegs wach. Ist doch gelogen. Als ob ich wach aufnehmen würde, so... Ich war. Hey, ich bleib über 30 Frames. Ja, ja, was auch immer. So, wo war ich denn jetzt schon überall? Das ist eine gute Frage. Ich war lieblicher Lotus. Hm. Ich hab's mir nicht gemerkt. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich zieh mal besser mein Messerchen. Ich habe ein Messer in der Hose. Nein, Moment. Nicht bei diesem Charakter. Ich würde sagen, wir fangen. Hier ist der Ausgang. Ja, ja, hier hatten wir die Diskussion mit den netten Herren. Dass es nicht schön ist, uns hier nicht durchzulassen. 2000 Dukaten, wo soll ich denn sowas hernehmen? Die haben doch echt einen Arsch offen. So, so richtig, hier war der Schlot. Und da hinten war ein etwas anderer Schlot, wenn man ein Mann ist. Oder würde ich sagen, ich gehe mal oben rum. Oh, Türen. Oh. Als ob ihr mich mit Türen aufhalten könntet. Lächerliche Türen. Also wir haben rot, wir haben grün, wir haben gelb. Nochmal rot, nochmal gelb und grün. Ja, voll easy. Ja, ich wollte gerade sagen, voll easy. Ich hab's voll drauf. Kann das nicht abbrechen, oder? Nein. Hm. Nur zweimal rot, nicht dreimal. Das ist ein Sechser-Schloss, kein Achter-Schloss. Das ist ein Sechser-Schloss. Was klicke ich denn? Obwohl, rot ist immer gut. Immer einfach mal rot klicken. Rot kann man immer nehmen und sieht auch immer gut aus. Und sowieso und überhaupt. Und jawohl. Erfahrung, 30 Erfahrungspunkte... Und ich weiß jetzt endlich, wie ich die Schmiedewerkzeuge bekomme, aber das hat noch Zeit. Das hat noch Zeit. Und wenn nicht, was macht ihr dann, hä? Wollt ihr mich töten? Ihr und welche Armee? Euch fehlt die Schlagkraft. Oh. Was macht der da? Das gefällt mir nicht. Ich hol mal meine Lebensenergie zurück. Jetzt töte ich erstmal den da. Wenn man getroffen wird, kann man sich sehr schlecht zurückrollen. Das ist leicht scheiße. Hör halt auf damit. Mach ich doch auch nicht die ganze Zeit. Ah, da sind so Anführer auch noch. Das geht ja gar nicht. Was soll denn der Unsinn? Ich glaube, ihr spinnt so ein bisschen. Ach, das nervt.
Ich hole mir mal meine Lebensenergie zurück. Schaden tut's bestimmt nicht. Oh, ich habe wieder volle Lebensenergie, wie praktisch. Wir machen gar keinen Schaden mehr dank meiner Rüstung, hey. War doch eine gute Investition, diese Rüstung. Jetzt habe ich sie. Nein. Ich hatte sie. Hä? Was war das denn jetzt? Ich wurde zurückgeworfen, wenn ich gleichzeitig irgendwie... Aber es hackt so ein bisschen! So, machen wir das einfach mal so. Will ich jetzt bitte diese Banditenanführer mal sterben? Was macht denn der da? Hängt da irgendwas jetzt aber? Jetzt gibt's erstmal eine drauf, die hier kommt. Ich hab doch eh keine Chance, ich bin viel zu mächtig und das, obwohl ich aufs Schwer spiele. Ist da ein Schwierigkeitspatch für? Wenn es nicht ganz so einfach ist, der hat schon wieder seine Waffe gefressen. Ich hab sie nicht gefressen, ich hab sie nur an einem dunklen Ort versteckt. Sehr dunklen Ort. So, was haben wir hier noch so? Nichts, nichts, noch mehr nichts. Eine einfache Truhe. Nicht mal verschlossen, wie lumpig. Oh, schon wieder eine unglaublich wertvolle Kette, hey. Ich schieß mich tot. Was ist das? Das ist ein Bild. Ich dachte, das wäre ein Wandteppich. Warum ist denn das so hart? Den haben wir extra stark gewaschen. Mit extra viel Stärkemittel. Ist das Teil einer Quest oder so? So wirkt das gerade für mich. Wie so Banditen töten. Ich hab das Gefühl, ich komme hier nicht rein. Oh, doch, doch, ich komme hier lang. Hier draußen ist die Performance nicht so gut. Aber es bleibt über 30 Frames. Was soll denn der Unsinn hier jetzt? Ich glaube, ihr hackt so ein bisschen. Das hackt hier, glaube ich, wirklich so ein bisschen, ne? Hm. Was zur Hölle wollen denn die von mir? Geht weg. Für eure Lebensenergie, das soll ich mal hochleveln. Er kommt nicht mehr weg. Du kannst den Return hämmern, wie du willst, du kommst nicht weg. Nicht. Warum kann ich keine Schilde benutzen? Oh, ich kann Schilde benutzen. Ich habe noch keins gefunden und die Fähigkeit dafür noch nicht gelernt. Aber sonst kann ich sie benutzen. Ich hänge da irgendwie an der... Ernsthaft? Man kann diese Kerbe hier nicht runterlaufen? Och, komm. Oder? Nee, das geht nicht. Ich kann hier nur am untersten Fleck runterlaufen. Na, wunderbar. Hallo, ich habe den eben auch noch getroffen. Was soll denn der Unsinn? Ich dachte, das ist Sex. Was? Ich wurde hier angelogen. Irgendwas stimmt über meine Fähigkeiten nicht. Das kontrollieren wir später. Viel später. Ich sehe nichts. Ich sehe mich nicht. Ich sehe... Was zur Hölle? Ich hasse das, wenn die Kamera sich so scheiße bewegt. So langsam soll ich die mal töten. Mir geht nämlich die Dingsbums-Energie aus. Nein, nein, ja. Ich sehe halt den da vorne an. Ach, wozu denn? Naja, hat sie auch so erledigt. Oh, diese Kim-Linie. Ach nee, eine Linie. Ich habe nur eine verloren. Treffe ich die nicht richtig, weil die irgendwie so einen halben Meter in der Rundbogen-Ding stehen? Ich hasse sowas. Ich hasse solche Gebietsprobleme. Die haben mir schon die Gothic 3 mal angekotzt. Weil Gothic 3 bei mir sogar flüssig läuft inzwischen, dank Community-Patch und allem. Das spiele ich immer noch nicht. Ach, komm schon! Was ist denn das für eine unfaire Scheiße? Wieso treffe ich denn den jetzt? Na komm. Nein, verdammt. Würdest du jetzt bitte endlich sterben? Danke. Das ist dann so schwer, bitteschön. Was hat denn der Stammelspeer? Schaden 40, ja, am Arsch. Ach, Heiltrank, Müll. Müll, 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 Müll. Kann hier was kaputt schlagen? Achso, da kann ich natürlich hochlaufen, aber... irgendwie da an der Kerbe runterspringen, das geht nicht.
bin ich denn jetzt hochgekommen? Oh, so. Moment. Nee, weiter hoch geht's nicht. Okay. Fällt mir an, ich sollte mal speichern, so für den Fall, dass die Aufnahme schief geht. Ich denke zwar nicht, aber ist immer eine gute Idee, mal zu speichern. So. Auch wenn natürlich wieder eine halbe Stunde fehlt jetzt schon. Noch so einer. Gib mir mal meine Lebensenergie. Aber es kommt vielleicht das nächste noch. Ja, was wollt denn ihr alle von mir? Ich könnte fast mal auf meinen Kopf ist eine Prämie oder sowas ausgesetzt. Ich sehe da nichts. Scheiß Wand, scheiß Kamera. Mann! Ich hämmer doch die Taste. Aber ich bleibe über 30 Frames. Hey, das ist immer eine schöne Sache. Kannst du hämmern, wie du willst. Na komm. Muss das eigentlich so langsam gehen? Das könnte man auch schneller... Ich bin eben schon wieder nicht getroffen. Scheiß Schräge hier. Dann eben nicht. So, warum geht jetzt die Framerate so runter? Was weiß ich. Ich hab doch eben... Schon wieder vorbei. Was ist denn das für ein Unsinn hier? Eine falsche Waffe, richtige Waffe. Jetzt muss ich euch leider beide damit töten. Das ist nicht so gut hier, die Waffe. Das macht einfach keinen Schaden. Ah, oh, und ich hatte gerade extreme Frame Drops und ich weiß nicht warum. Ich schieb's einfach mal wieder aufs Spiel, weil. Das Spiel ist meistens schuld. Zumindest wenn man so ein Spiel hat. Mit keinerlei Performance. Und ich kenne immer noch keinen Link, der funktioniert für diesen einen Optimierungsdingens da. Der angeblich richtig geil sein soll, ne? Also das so doch. Ach, noch einer. Wirklich. Langsam reicht's aber, komm. Ja, du hast eh keine Chance. Alleine bist du völlig nutzlos. Du bist mächtig wie die polnische Armee im Zweiten Weltkrieg. Also gar nicht. Hat er mich eben getroffen, obwohl ich mich gerollt habe? Ihr wollt mich doch rollen. Leck mich und stirb endlich. Tschüss, habe ich gesagt. So. Oh, der hat nicht mal sein Schild hatte gefressen, aber seine Waffe nicht. Okay. War hier irgendwas? Ich habe nicht aufgepasst. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Egal, Karl, wir können weiter nach oben. Was nicht so gut ist für die Performance, wie es aussieht. Aber die Kapelle ist verflucht. Die Arbeiter können keinen Beistand mehr erhalten. Deine Geistergeschichten sind nicht Lagos Problem. Genauso wenig wie deine Kapelle, Priester Johann. Aber wenn ihr mir nicht helfen könnt, wer dann? Was kümmert mich das? Verschwinde! Du stehst im Weg, du verschwendest meine Zeit und du langweilst mich zu Tode. Und jetzt, geh aus dem Weg! Das ist nicht aus dem Weg! Ach, netter Mensch. Das ist immer noch aus dem Weg. Der Himmel muss dich geschickt haben. Nein, ich komme aus der anderen Richtung. Nicht ganz, mein Freund. Vielleicht kann ich trotzdem helfen. Das wird sich zeigen. Die Kapelle der Arbeiter ist in die Hände von Dämonen gefallen. Und die Tür ist nun versiegelt mit verfluchten Worten des Bösen. Diese hart arbeitenden Menschen benötigen die Kapelle, um ein wenig Trost zu erhalten, wenn sie schon sonst nichts besitzen. Was ist passiert? Ich war der Priester dieser Kapelle. Doch vor nicht allzu langer Zeit musste ich sie verlassen. Musste sie verlassen wegen des Fluchs der Dämonen, der nun auf der Kapelle liegt. Diese Dämonen aus der Hölle selbst. Ich kann helfen, diese Dämonen zu besiegen. Das kannst du. Hör zu. Der Fluch muss gebrochen werden und die Dämonen verjagt. Ich kenne einen Segensspruch, mit dem können wir die Kapelle... Oh nein!
Meine Schriftrollen. Wo sind meine Schriftrollen? Ich muss sie in der Hohen Kathedrale im inneren Bezirk verloren haben, als wir versuchten, dieses Gebäude wieder zu weihen. Oh, bitte, kannst du diese Schriftrollen suchen? Wenn du sie findest, können wir gemeinsam diese Kapelle zurückerobern. Die Arbeiter werden unendlich dankbar sein. Und das würde dir zu einem großartigen Ruf verhelfen. Wo ist diese Hohe Kathedrale? Sie ist im inneren Bezirk. Die Kuppeldächer sind geborsten. Du kannst sie nicht übersehen. Die Tür jedoch ist von innen versiegelt worden. Du musst wohl einen anderen Weg hineinfinden. Vielleicht einen sehr dunklen Weg. Ich werde die Schriftrollen suchen gehen. Auf Wiedersehen. Dunkler Weg? Das ist eine sexuelle Anspielung. Ich soll langsam, das lassen. Langsam. Hast du eine Einladung? Einladung? Ich brauche keine Einladung. Oh doch, glaub mir. Du brauchst eine Einladung, denn ohne eine solche wird sich Lago nicht herablassen, mit dir zu reden. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Du bist wohl neu hier. Warum besuchst du nicht erstmal die Taverne Schädelbruch? Ein bisschen Bier und Geplauder sind doch eine schönere Aussicht, als hier rumzustehen und von mir nicht eingelassen zu werden. Und glaub mir, ohne eine Einladung werde ich niemanden zu Lago lassen. Warum könnt ihr nicht einfach zusammenschlagen? Nein. Dann geht's hier nicht weiter. Du bist wohl neu hier. Warum besuchst du ein bisschen und glaub... Komm. Warum kann ich solche Leute nicht einfach totschlagen? Auch schon wieder drei, leck mich doch. Könnt ihr nicht mal einzeln angreifen? So jeder für sich. So wirkt ihr halbwegs intelligent, wenn ihr zusammen angreift. Ihr wisst doch, intelligente Wachen werden in Spielen nicht gesucht. Nur die Dümmsten der Dümmen sind gut genug, um die die wichtigsten Geheimnisse des Feindes zu schützen und... So, gibt mir mal eure Lebensenergie. Hier oben ist die Performance wieder grauenhaft. Wow. Ich hatte weniger Probleme bei anderen anspruchsvollen Spielen, die ich aufgenommen habe. Hallo! Ach, leck mich! Das ist doch scheiße, immer wieder. Ich habe eben schon wieder durch den Typen durchgeschlagen. Jetzt fällt mir nix. Ist jetzt kaputt. Wieso? Fick dich, Spiel! Fick dich, weißt du das? Nein! Ich wollte doch von allen dreien. Ja, lag im Verwaltungshaus und sieht kein Schwein. Und jetzt geht das mal einer sterben. Immer noch nicht. Hört man die Leertaste? Ich hoffe es doch mal. Wenn sie halt was bringen würde, wäre das noch schön, ne? Ja, irgendwie will das Spiel heute nicht so, wie ich will. Ist das die richtige Waffe? Nein, nein, ja. So, dann machen wir das eben so. Und ich habe schon wieder Frame-Drops ohne Ende. Die Form ist von dem Spiel so einfach grauenhaft. Grauenhaft. Ich weiß nicht mal warum. Festplattenmäßig ist noch Platz nach oben. Und sonst im Prinzip auch. Worüber aufregen? Ich reg mich gerne auf. Lagos Haus betreten. Ernsthaft, da ist ein Schloss dran. Vorne steht die fette Wache, oder was? Das wird Unsinn. Braun, hm? Braun, gelb, grün, grün, ne? Ich bin übrigens nicht farbenblind. Ich muss ehrlich gesagt sagen, im Verhältnis zu... das Verhältnis zu Amber Moon speichert das... Amber ist da auf dem Mega-Emulator, was praktisch gar keine Dateigröße braucht, speichert das hier gerade recht wenig, so wie ich das sehe. So, wir haben hier eine schwebende Kerze oder sowas. Sehr spooky, dieses Haus. Es ist verflucht. Wer war Lago überhaupt? Muss ich den töten oder so? Nett. Was zum Sinn setzen, ist immer schön. Spezieller Schlüssel, ich hasse sowas. Hier ist es irgendwie dunkel. Dunkeln ist gut munkeln.
Mir gefällt die